Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne 6 hilfreiche Comments vorstellen für GryphoGames.net. Wir fangen auch direkt mal mit dem allerersten an, Leute. Und zwar ist es Slash Cooldowns. Slash Cooldowns ist hauptsächlich für Grypho und also ich glaube für Legende, Titan, Grypho und Supreme interessant, weil die können dann immer sehen, wann sie Slash Kopf frei haben, wann sie Slash Premium frei haben, wann sie ihre Perks da kaufen können, wann sie Grypho Boost frei haben, wann sie wieder Slash Free Kiste frei haben. Das ist eigentlich recht geil, Leute, weil man denn das endlich mal sehen kann. Das ist ein richtig geiler Befehl. So, Leute. Und für den nächsten Befehl machen wir einfach mal Slash Menu. Dort könnt ihr nämlich Plots kaufen. Wir gehen hier mal ganz kurz auf einen Plot. Dann können wir ja mal schauen. Wartet mal. Wir gehen mal auf ein leeres Plot. Da dürfte man das, glaube ich, besser sehen. Und zwar hier. Normalerweise ist das hier voller, da fehlt. Hier kann man Plots kaufen. Und sein Money nachgucken. Normalerweise kann man da auch noch viel mehr machen. Deine Plots sind im Moment 24, wie ihr sehen könnt. Und mein Kontostand aktuell ist Plotpreis 10.000 Dollar. So, Leute, der nächste Befehl ist Slash P-List. Warte mal, Shared. Da könnt ihr überall sehen, wo ihr drauf geaddet seid. Bei mir ist hier zum Beispiel, ich bin auf gar keinem GS hier geaddet. Das steht dann immer da. So, Leute, Slash Perks. Das ist ganz wichtig, ist im Moment reduziert, könnte ich gerne was kaufen. Ist, glaube ich, Osterwoche oder so. Und da könnt ihr euch halt die Perks kaufen. No Fall, dass ihr keinen Hunger mehr habt. Dass ihr Slash Startkick machen könnt, kostet halt eine Menge. Oder hier Slash Slow Shed oder Mutab. Das kostet halt 600.000, also die Perks kosten schon recht viel. So, Leute, oder wir machen mal Slash Scene. Abgebrieft HD. Abgebrieft HD sieht man jetzt, war das letzte Mal vor 44 Minuten und 38 Sekunden online. Leute, da kommt ihr immer sehen, wann einer das letzte Mal online war. Und Leute, jetzt der letzte Befehl ist Slash Anfang. Das ist hauptsächlich für Anfänger gut, weil hier direkt nochmal alle Befehle erklärt werden, Leute. Zum Beispiel rechte Pakete gibt es hier. Und ja, Leute, wir Slash Anfang. Können wir auch nochmal ganz kurz nochmal auf die Plots hier gehen. Da sind nochmal alle Plot-Befehle aufgelistet. Und dann steht halt auch immer da, was es für einer ist. Slash, also was es für einer ist. Ja, so, Leute, seht ihr. Und dann wird euch das hier nochmal angezeigt. Dann könnt ihr diesen Befehl halt ausführen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video dazu gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen und gerne die Glocke aktivieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.